Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ich glaube, sein oder nicht sein bei uns Freunden bei Star Wars. Willkommen erstmal zur Sendung. Ja, zur Sendung. Im Moment alleine ist die Vorbereitung für die Hauptsendung, die halt am 1.12.2018 bis 31.12.2019 zu sehen sein wird. Es handelt sich nicht mehr um Darth Vader. Es handelt sich nicht mehr um Anakin Skywalker. Es handelt sich auch nicht mehr um George Lucas. Nein. 6 Jahre Disney. 6 Jahre Disney. Und wir sind bei Facebook die Gruppe. Und dazu lade ich euch alle ein, auch bei den YouTubern. Die lade ich auch total euch herzlich ein. Zur großen, neuartigen Gruppe Star Wars Freunde. A bis Z. Star Wars Freunde, A bis Z bedeutet halt, dass wir uns unterhalten von A bis Z. Da sind auch die Hasser drin unter H, ist klar, aber auch die werden langsam ruhiger. Ja, wir schreiben das Jahr Anno 2018 November. Es geht jetzt langsam zu Ende. Heute in 400 Tagen ist Episode 9 und wir sehen Episode 9 und dann wissen wir ja, was los ist. Und so lange wird diese Sendung jeden Monat gemacht. Ich würde mich freuen, wenn irgendein Freund sich dazu gesellt. Heute unterhalte ich mal kurz hier mit Darth Vader, den Röchelkönig von Anakin Skywalker. Die Saga um Anakin Skywalker ist uns bekannt und George Lucas ist uns bekannt, aber George Lucas will nicht, wohlgemerkt, nicht zurückkaufen. Also er hat auch damit, er bringt nichts, irgendwelche Fake News an den Start zu bringen. Also George Lucas hat sich abgenabelt und auch wir als Fans oder beziehungsweise wir als Freunde von Star Wars, also ich sehe Star Wars als Freund, der mich begleitet, mal mehr, mal weniger. Heute ist wieder so ein Tag im Fernsehen, im November, ihr wisst dann halt, wann gedreht wurde, da läuft Star Wars, so immer so am Freitag rum läuft Star Wars und am Samstag in der sogenannten Recall-Geschichte, also nochmal in der Wiederholung. Ich habe aber gerade alle erstklassigen Filme abgegeben, zwecks sehen, weil ich finde es toll, wenn die Jugend, ja, wir haben ja so ein kleines Kino für die Jugend und die wollten unbedingt sagen, hier, sucht euch aus und schaut, ja, auch in 3D, wenn ihr möchtet. Und das finde ich super. Also die kleinsten Freunde zwischen 10 und 15, die kann man ja immer glücklich machen. Wir etwas Älteren, da klappt das leider nicht immer so. Also ich, euer Admin, würde sich sehr gerne freuen, wenn er nicht nur den Darth Vader hier hätte als Kopf, als Röchelkopf, sondern euch auch irgendwann mal hier in einem zusätzlichen Sessel oder in einem zusätzlichen speziellen Studio, was noch ausgedacht wird für eine tolle Sendung, für eine tolle Freundesendung. Und wenn die ankommen, würde diese Studie auch gebaut werden, wo ihr da so in American Like, ihr sitzt da im Sessel und meiner einer da am Tisch und redet da mit euch. Ihr seid vielleicht sogar Schauspieler, ihr seid sogar Cosplayer und könnt ihr eure Sachen dann vorstellen. Das wäre doch mal eine tolle Geschichte und das ist die Sendung. Freunde, A bis Z Sendung, wo ihr dann eure Sachen vorstellen könnt, eure Meinung preisgeben könnt und auch, wie gesagt, die Jugend zwischen 10 und 15, die sagt, Rebels hätte weiterlaufen sollen. Auf einem Samstag 9.30 Uhr und um 17 Uhr kann man sich halt Resistance anschauen, die neue Zeichentrickserie, wo der Akteur da ein bisschen nicht so, ja, ich meine, ist halt Star Wars. Also ich schaue es mir an, ich freue mich jeden Morgen des Samstags um 9.30 Uhr auf dem Disney XD Kanal. Ich muss mich halt dran gewöhnen, wie die Amerikaner da zeigen, dass sie dann immer unterbrechen. Da weiß man nie, ist es jetzt zu Ende, geht es gleich weiter. Das ist halt so. Es geht nicht durchgehend, leider. Durchgehend nur bei YouTube im amerikanischen System, also im englischen, könnt ihr euch das dann anschauen. Und da habe ich auch einige Sequenz ja bei diesem sogenannten Stop-Motion-Action-Sachen, wenn die Kunden reinkommen, ich ausmache, euch schon im Green-Bereich oder im Fernsehbereich gezeigt. So, Freunde. Also Freunde ist mal positiv, negativ. Wir sind Freunde. Wir müssen uns nicht immer mögen. Wir müssen auch nicht immer übereinkommen. Ja, wir müssen also nicht immer sagen, jo, das stimmt, was der sagt. Mhm. Also wichtig ist, dass jetzt zum Beispiel etwas gefunden wurde, was wirklich über 40 Jahren verschwunden war,
die Hope-Geschichte, die Hoffnung als Backstage, wie die gearbeitet haben und das alles. Und das hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Wenn hier mal was piept oder so, ihr wisst ja, wir sind hier Industrie 4.0, ich kann mir jederzeit hier angucken. Es wurden gerade 7,20 Euro abgezogen, das ist so eine Geschichte mit den sogenannten Handys, wenn man da irgendwelche Sachen macht. Na? Okay. Also wie gesagt, wir sind hier Industrie 4.0, wir sind total vernetzt und jetzt kommt's. Die Sendung startet am 1.12. mit einem Gast, also einem Freund aus eurer Gruppe, vielleicht kommen auch mehrere, deswegen mache ich ja jetzt hier diesen Einsteiger in 14 Tagen, also nein, heute 6 Tagen geht's los, wird produziert und dann 6 Tage später ist die Sendung on air. Es wird wirklich sehr viel gemacht werden, damit ihr Spaß habt, diese Sendung zu verfolgen. Die Saga mit Anakin geht halt zu Ende. Heute in 400 Tagen ist Anakin vorbei. So. Und wenn man sich das Ganze anschaut, 2021 mit Johnson ist halt so, oder Game of Thrones, die wollen ja auch. Und dann die beiden Realserien unter uns. Die Abnabelung nach 6 Jahren von George Lucas ist auf eine Art gelungen. Weil Disney hat es geschafft. Disney hat es geschafft, dass... also ihr könnt während der Sendung auch hier... Naja, und so weiter. Ich werde da gleich drauf antworten. Ne? Und dann ist die Sache erstmal erledigt. So, wie gesagt, so geht's. Live-Schaltungen, wie gesagt, Recalling über WhatsApp oder Skype oder. Schauen wir mal, ist alles machbar. Ich finde es lustig, wenn ich hier eine Sendung mache und dauernd hier specialige Sachen hier auf meine Uhr bekomme. Aber egal, muss auch sein, ne? Monsieur Skywalker, ja. Ja. Also, noch einmal, wir sind Freunde, ihr könnt recallen, ich antworte auch. Und würde mich freuen, wenn ihr erscheint. Also wir haben, und da werde ich euch nochmal fragen, wir haben auch ein Kino. Ne? Ich gebe ihr lieber eine Antwort. Ne? Habe ihr eine Antwort gegeben und ist Ruhe da in den Kasten. Also wie gesagt, ihr seid, das ist eine Live-Schaltung, die ich jetzt zusammengeschnitten habe für eine Sendung. Im Ansatz. Also hier soll sehr viel humoristisch, ordentlich, recherchiert eine Sendung ablaufen. Wer wirklich sehr gute Sachen hat, sollte die da mitbringen, Cosplayer zum Beispiel. Ja, mal schauen. Meine einer möchte ja unbedingt wieder, deswegen hier auch ein bisschen so, ich werde mir auch so wieder den Bart und so weiter. Ich will diesen Captain Rex, ne? Ist an sich ein Clone Trooper, aber egal, und kein Stormtrooper, aber egal. Da sind wir an sich schon beim Kern der Sache. Wir Freunde, wie gesagt, können alles machen, es ist alles da. Und jetzt kommt's, heute in einem Jahr frage ich euch nochmal, in 400 Tagen, ob ihr Interesse habt an der A40, am Rhein-Ruhr-Zentrum, Riesenparkplatz mit Kino und wir alle würden uns dann da treffen für wenig Geld und sich den Film mit 4K 3D oder in 4K 2D, das würde dann vorher noch abgehandelt, anschauen. Also weil wir ja Freunde sind, zahlen wir ja halt weniger, weil die Masse macht's. Ich würde das Kino dann für euch anmieten und dann für euch bereitstellen. Und so wie Freunde sind, als Freunde-Kino, versteht ihr? Wir würden als Freunde da reingehen, als Gruppe da reingehen, als Facebook-Freunde-Gruppe. Das würde dann gefilmt, aufgezeichnet und so weiter. Wir wären also privat dort, wir alle, bekleidet oder nicht bekleidet, je nachdem. Aber wir wären dann in so einem Cinemax-Super-Kino mit über 9.1, 4K, Rhabarber, also richtig was los. Einige könnten dann auch in diese Supersessel sitzen, da wo sie dann durchgerüttelt werden. Die anderen können sich dann da hinsetzen, wo sie wollen. Und solche Kinos kann man mieten. Wir würden es tun. Vor 14 Tagen hat das jemand anderes gemacht. Für die haben wir dann alles fertig. Kino-like und so. Wir können auch unsere eigene Geschichte. Ich rufe jetzt auch auf. Zwei Punkte. Einmal dieses Kino, ist klar. Und an alle, die Lust haben, einen Film mitzumachen.
ich rufe jetzt auf, im Jahre 2019, wer Lust hat, recallt, wir haben ja einen extra Chat, in diesem Chat können wir uns unterhalten und wenn es dann zur Sache geht, können wir natürlich auch über E-Mail uns zusammen und dann könnten wir einen Film drehen. Ein 20-minütiger Film ist geplant als Fanfilm, der dann auf Festivals gezeigt werden soll. Oder halt eine so geniale 20-minütige Geschichte über irgendetwas, über Star Wars, das dann, wie gesagt, darüber können wir noch reden, auf den Weg gebracht für ein Festival. Ja, alles da. Also hier ist diese sogenannte Technik, die ist absolut da, in Green, Blue und was weiß ich, das ist wirklich, wir können hier richtig arbeiten. Und die andere Technik ist auch da, CGI. Aber ihr fehlt. Ihr fehlt als Akteure, ihr fehlt als Cosplayer, ihr fehlt halt und darauf basiert jetzt hier die heutige Sendung. Ich habe mich ja hier auch ein bisschen ableiten lassen. Wie gesagt, zu Hause wird gerade Star Wars geguckt und die Jugendlichen gucken auch Star Wars und meiner einer wird auch gleich mit den Rebels anfangen. 4 Staffeln Rebels habe ich mir besorgt und ich will jetzt mit anfangen und dann Weihnachten aufhören. Wenn ich schaffe, schaffe ich heute eine DVD bzw. eine Blu-ray und schaue ich mir gleich gemütlich an, während ich diesen Film herstelle für euch und euch aufrufe an alle Freunde von Star Wars A bis Z, wenn ihr wirklich Lust habt mitzumachen, wenn ihr Stories habt, wenn ihr selber vor der laufenden Kamera mitarbeiten möchtet, seid ihr total recht herzlich eingeladen dazu. Und nicht nur Freunde, ihr könnt auch sagen, warum ihr es nicht mögt. Also sowas wäre auch mal interessant zu erfahren, warum man das vielleicht nicht mag. Von mir aus könnte man auch da eine Pro- und Contra-Sendung machen. Wir haben also 12 Sendungen vor. Ab heute 12 Sendungen. Vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember 2019 soll das starten, ein Jahr lang. Wir werden auch mit den De Agostini-Leuten reden, die da X-Wings bauen oder den Falken bauen oder demnächst diesen R2-D2, den gibt es ja auch mittlerweile zum Bauen von De Agostini. Und darüber können wir auch reden. Wir können uns aber auch hier über gute oder schlechte Masken unterhalten, Kopfbedeckungen. Das ist hier ist eine, die geht so, ist also gut gemacht, hat Magnetpunkte, die man dann, wir wollen die nicht ganz kaputt machen, also mit Magnetpunkte und das alles, also er ist, also sieht schon auf eine Art gut aus, ist also gut gemacht, nur ich muss vorsichtig sein, dass er hier mir nicht runterfällt. Der Darth Vader, der ist ja schon vorgeführt worden, indem man den ja schon aufgesetzt hatte. Nicht ihn, klappt, also Gott sei Dank, ich habe einen ziemlich schmalen Hals, passt also wunderbar auf. Ich hatte aber einen Versuch, der hier vor laufender Kamera arbeiten sollte, klappte aber nicht. Klappte nicht, leider. Der Hals war zu dick, also ihr müsst schon aufpassen, dass er einen ziemlich schmalen Hals hat. Sonst ist das nur eine Zierdeko und dann war es das. Selbst tragen wäre nicht möglich. So, ihr wisst selber, ihr seid nun mal Freunde, ihr seid 100%, ihr seid Universe, ihr seid 1333, ihr seid die Swords, also die Gamer, ja, die mit Star Wars groß geworden sind als Gamer in den Spielen und ihr habt dieses erweiterte Universum und das alles. Aber wie gesagt, Disney, hier geht es um Disney. Disney hat jetzt 6 Jahre das übernommen, hat 6 Jahre investiert und hat auch 6 Jahre richtig Kohle gemacht. Also Catherine Kennedy hat einen Vertrag neu unterzeichnen dürfen, weil sie alles richtig gemacht hat. Für Disney ist alles richtig gelaufen, die haben das Geld wieder, die haben Geld da drauf bekommen, können also sich neue Sachen ausdenken. Ja, George Lucas ist der zweitgrößte, der bei Disney da die Fäden zieht oder Fäden ziehen kann im Bereich von Star Wars. Also für uns ist alles okay. Jetzt zum Beispiel Resistance. Wenn ihr Resistance schon gesehen haben solltet, ist okay, ist ja Star Wars. Aber die Figuren sind noch schlecht im Moment. Warum Hasbro sich da nichts hat, weiß ich nicht. Waren die 3.75, also die 3.75, also 3,75 Größen da, Inches da. Die sind nicht so gut, also die sehen auch noch nichts aus. Ich hoffe, dass die 6 Inches, 12 Inches kommen werden und auch das Pacific die aufnimmt in riesengroß, 30 cm.
Resonanz der Jugend ist bei Rebels. Die Resonanz war, die ist genial. Also Rebels ist voll eingeschlagen, die vier Staffeln, und ich habe mit den Jugendlichen gesprochen und die Jugendlichen haben eindeutig gesagt, hätte weitergehen sollen. Hätte weitergehen sollen, von mir ist Kriege da oder so. Oder hätten da auch anbinden können in die Klonkriege und so weiter. Und die hätten dann von da aus, also sie waren also schon begeistert mit der Geschichte des Rebels. Also die, was da abgegangen ist. Auch den sogenannten Chewbacca gespielt hat, war ja nicht Chewbacca, ist klar, sondern dass auch diese Rasse dann vielleicht hätte da irgendwie Kriege machen können und so. Also die Jugendlichen zwischen 10 und 15 sind halt immer noch begeistert von Star Wars, halt im Moment Rebels, sind also nicht so begeistert von den Realfilmen da, E7, E8, E9, wissen wir nicht. E9, Leute, bleibt auf dem Teppich. E9 kann großartig werden, kann ein ganz großartiger Abschluss werden. So oder so, ja. Und heute in einem Jahr wissen wir Bescheid, ich freue mich wirklich auf 2019. 2019 kommt diese Convention, 2019 kommt der Resort, 2019 kommt Disney Plus, ja. Ob wir hier in Europa, wir hier in Deutschland das bekommen, das wissen wir natürlich nicht. Wir müssen abwarten, aber wir bekommen ja eine Resonanz. Ob wir die Resonanz wirklich bekommen, wissen wir ja auch nicht. Weil ja mit YouTube, Facebook, also die sozialen Medien werden ja im Moment angegriffen. Aber wir sind halt eine Fernsehgesellschaft und wir haben das halt in unserem Berufstitel drin. Will hoffen, dass wir also weitermachen können. Im Notfall kommt er dann, kriegen wir schon hin. Ja, und wir bleiben halt bei Star Wars. So, und da ich jetzt, wie gesagt, das einleite, noch einmal. Kino, heute in einem Jahr, wir alle, in einem Kino. Mit oder ohne, also als Freunde, ja, treffen wir uns dann da und machen da eine super Geschichte. Oder wir machen diesen Film, Cosplay-Film, diesen Star Wars-Fan-Film, 20-minütigen, und den bringen wir dann auch auf ein Festival. Oder halt, die Sendung läuft sowieso. Ja, kriegen wir schon. Also ich freue mich, wenn ihr vorbeikommen könnt, das ist an der A40, zweimal abbiegen, seid ihr hier im Studio, vorher reden wir drüber, samstags wird das in Szene gesetzt, im Notfall auch sonntags, und dann bringen wir das. Also ihr Fans, beziehungsweise nicht Fans, sondern Freunde. Also jetzt kein Fan sein oder so, sondern Freund. Ich bin ein Freund von Star Wars. Ja? Die Geschichten gefallen mir, mehr, weniger und so weiter. So, natürlich die eingefleischten, waschechten, die halt jetzt schon erstklassige Cosplay-Kostüme haben, die sind natürlich von vornherein auf der sicheren Seite hier in der Sendung, und die Sendung wird auch für die hergestellt werden. So, ich freue mich auf den ersten Gast, der da sein wird, der erste Freund, der da erscheinen wird, mit dem da, wie gesagt, Star Wars eingeläutet wird als Sendung. Star Wars-Freunde A bis Z. So, wie gesagt, im Moment habe ich es alleine gemacht und habe mir auch meinen Spaß erlaubt zu machen. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Die Idee, es geht um die Idee, ob euch die Idee gefallen hat, Freund A bis Z Star Wars zu sein. Ja, und halt mit Sir Darth Vader, Anakin Skywalker zu philosophieren. Wäre auch eine tolle Geschichte. Übrigens, der Schauspieler, der ihn jetzt in den Prequels gemacht hat, also, na, also in den ersten drei von 99 aufwärts, der ist jetzt also erstmal als Schauspieler ausgestiegen zum Beispiel und macht was anderes. Arbeitet ganz normal, wie du und ich. Aber bedenkt, dass Schauspieler nicht immer in den Rollen verbleiben, so wie Mark Hamill, ja, oder Harrison Ford oder Carrie Fisher. Nee. Es gibt auch welche, die steigen aus und werden normale Bürger und wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Gibt's halt auch. Das ist kein Scherz. Also in der Sendung wird alles erforscht, in der Sendung wird alles sich geholt und euch vorgestellt. Wir reden darüber, ihr schreibt unten drunter oder ihr macht selber Videoclips, die wir dann hier mit einbinden können. Ja, wir können also Zwiegespräche führen. Ich sag euch ein Thema, ihr sprecht dazu und dann wird dieses hier rein adaptiert und wir können dann, vielleicht machen wir auch eine Live-Sendung. Mal schauen, so eine richtige Live-Sendung, wo ihr dann da unten drunter daddeln könnt. Aber dann haben wir hier wieder so viele Leute im Raum,
Ne? Ist klar. Ich meine, jetzt zur Winterzeit ist das in Ordnung, wenn es dann etwas wärmer wird. Aber im Sommer war das hier so eine Tortur, da haben schon einige gestreikt. Ich will da nicht anziehen, da ist mir zu warm. Boah, nee, ey, und dann die Lampen. Das ist Kaltlicht, aber ist egal. Also trotzdem, es war aber warm, dann geht es kalt. Also wenn er hier erscheint, jetzt erstmal, würde ich sagen, ein bisschen dicker anziehen, ne? Ist klar. So, und die anderen später ein bisschen dünner, wenn es in den Sommer geht. Wir hoffen wirklich, also ihr dürft vertrauen, dass im Jahre 92 mit Star Wars richtig was abgeht. Wirklich, richtig geht es da was ab. Da macht richtig viel Spaß, dabei zu sein. Und ja, wir sind Freunde und die Freunde nun mal so sind, mal mögen, mal nicht mögen. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr Freunde von Star Wars erscheint, wenn ihr Lust und Laune habt, mit dabei zu sein. Ihr könnt ja, wie gesagt, recallen über die Elektronik, die ich erfasse während der Sendung und darauf schaue. Wir haben hier genügend Technik, wirklich genügend Technik, wo wir eingreifen können, wo wir auch direkt mitarbeiten können. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir alle als Gruppe ins Kino könnten, zumal das, wie gesagt, auch eine Autobahn ist, einfach abfahren, lauter Parkplätze, also wir sind ja schon über 1000. Stellt mal vor, wir alle 1000 oder wir würden noch mehr werden. Wir würden noch mehr werden und würden da, hallo, an dem Tag wäre Star Wars Day, aber ehrlich, Star Wars Day wäre da und dann sogar Weihnachten feiern. Als Gruppe, Star Wars Gruppe, wäre nicht schlecht. Mal schauen, Aufruf ist da, angesagt wurde es auch, unterbrochen wurde ich auch. Also die Sendung kann jetzt starten, ich freue mich, ich warte. Wie gesagt, das war die Ankündigung über Rebels, Resistance 1 bis 9, Hintergründe, Vordergründe, die gesamte Game-Geschichte. Also es wird eine komplette A bis Z Abhandlung geschehen. A bis Z Abhandlung, ja, und dann schauen wir mal. Also würde mich wirklich freuen, wenn ihr Lust hättet, dabei zu sein.